Hallo und herzlich willkommen zum Event Rubinroter Hering in Games of War. In diesem Video zeige und erkläre ich euch mein Team, mit dem auch ihr das Event erfolgreich spielen könnt. Als Tipp am Anfang, schaut bei euren Gilden in die Belohnungen nach, denn da bekommt ihr diese Woche die Token des Streites. Und ihr wisst, aus drei Token bekommt ihr ein Abzeichen und aus drei Abzeichen bekommt ihr einen Orden des Streites. Und diese Abzeichen und Orden erleichtern euch die Kämpfe sehr. Im Shop habe ich die erste Stufe gekauft. Die kaufe ich immer wegen dem Drang der Verzauberung. Er verzaubert alle Verbündeten zu Beginn des Kampfes. Das heißt, sie regenerieren langsam Mana, bis sie das erste Mal gespielt werden. Ein Siegel habe ich noch übrig. Das spiele ich gegen Amorak, Level 42, und zwar mit folgendem Team. Hier ist es. Als Klasse habe ich den Kriegsherrn. Den Kriegsherrn habe ich deswegen drinne, damit unser Held automatisch aus dem Königreich Kluftzinne kommt. Damit sind alle Einheiten in diesem Team aus dem Königreich Kluftzinne. Als Banner habe ich das Meteor-Banner. Das habe ich deswegen drin, weil wir vor allen Dingen Rot und Braun brauchen und wir haben kein Lila im Team. Mein Team besteht aus folgenden Einheiten. Pykra, das ist mein Haupt-Mana-Produzent im Team, denn er erschafft 5 rote Edelsteine und danach lässt er 17 rote Edelsteine explodieren. Es besteht noch eine 20%ige Chance, einen Pykra zu beschwören, aber es ist uns wichtig, dass wir den es lässt 17 Edelsteine explodieren haben. Also, dass er Edelsteine explodieren lässt. Dann habe ich zweimal den Magma-Drachen drinne. Der Magma-Drache fügt allen Feinden 36 Schaden zu, verstärkt durch rote und braune Edelsteine. Und an der letzten Position habe ich meinen Helden, und zwar Wump. Wump fügt einem Feind 40 Schaden zu, verstärkt durch Verbündete aus Kluftzinne. Und dann erschafft er für jeden Verbündeten aus Kluftzinne eine Mischung aus 6 roten und braunen Edelsteinen. Und da wir alle aus Kluftzinne sind, machen sie die maximale Anzahl an Mischung aus 6 roten und braunen Edelsteinen. Solltet ihr den Wump noch nicht haben, so könnt ihr ihn unter Spiele, Seelenschmiede, unter dem Reiter Waffen herstellen, wenn ihr diese Ressourcen habt. Den Magma-Drachen könnt ihr in der Unterwelt Feuerriss durch Öffnen der Truhe bekommen. Und Pykra, wenn ihr den noch nicht haben solltet, dann versucht mal euer Glück in den Event-Truhen, weil da gibt es diese Woche Einheiten aus dem Königreich Kluftzinne und Pykra kommt auch aus Kluftzinne. Das ist mein Team, mit dem ich das Event spiele. Und wie genau das Team funktioniert, zeige ich euch jetzt anhand von Level 42 Amorak. Sollte da ein Rabe drin sein, werde ich natürlich diese anderen zwei Siegel auch spielen. Okay, da haben wir Glück, da ist noch ein Rabe dabei. Als erstes versuchen wir oben, unseren Pykra mit Gelb oder Rot aufzuladen. Ist er aufgeladen, zünden wir ihn einmal. Und schon ist meistens einer von den Drachen voll. Dann spielen wir natürlich den Drachen. Und dann das Ganze wieder mit Pykra. Versuchen die Drachen aufzuladen. Und die Drachen spielen. Wäre weder ein Drache noch Pykra voll, würde ich unten Wump spielen. Aber wir haben noch zwei Siege, deswegen jetzt gegen Level 52 Charles Feuermandel. Und da auch wieder das gleiche. Versuchen Rot oder Gelb zu kombinieren. Gibt es kein Rot oder Gelb, machen wir natürlich dann mit Blau weiter. Oder halt Braun könnten wir auch nehmen. Stimmt, ist eine gute Kombination. Und dann immer schön den Magma-Drachen zünden. Und jetzt ist man unten Wump voll. Das heißt, ich spiele ihn einmal, um euch zu zeigen, wie viele Edelsteine er produziert. Und ihr seht, damit werden die Magma-Drachen relativ schnell wieder voll. Übrigens nicht wundern. Das ist mein zweiter Account, mit dem ich hier spiele. Er repräsentiert mehr den Durchschnittsaccount als wie mein erster Account, weil mein erster Account schon doch mehr aufgelevelt ist. Ja. Das ist mein Team, mit dem ich das Event spiele. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Und allgemein, wenn ihr Videos zu Games of War sehen wollt, so könnt ihr auch diesen Kanal abonnieren, da es hier regelmäßig Videos zu Games of War gibt.
Ich danke euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, euch demnächst hier auf diesem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!